Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charu mit LP dran und wir fahren fort mit unserem Kampf gegen Sapientia. Wow. Hey Kollege, mach bitte nicht ein auf... Was darf ich mit seinem Schweif? Auf Ratian, Ratalos. So, Viecher. So, jetzt kommt wieder der hier. Ha, vergiss es. Wir sind zu gut dafür. Wow. Ha, vergiss es. So, jetzt kommt das hier. Ja. So, aber ich liebe das Design von dem Vieh. Das ist echt richtig, richtig cool. Es hat so was, was Sharkiges an sich, aber auch was richtig Monsterhaftes. Und ich liebe die Designs von den Gegnern. Holy Crap, die sind richtig, richtig, richtig geil. Ha, vergiss es, Kumpel. Ne? Okay, diesmal verpatzen wir es nicht. So. Oh, und die Kämpfe, die haben echt Biss. Und hoffentlich hat euch der Cliffhanger vom letzten Kontern-Part nicht zu sehr kontern. Kopf runter, weiter schwimmen. Einfach schwimmen, einfach schwimmen. Das ist in diesem Kontext ein bisschen gruselig. Oh. Oh oh. Das will mir nicht gefallen. Jetzt macht er ein bisschen ein auf. Kedois? Was ist das denn? Oh nein, Laser. Natürlich ist es Laser. Was soll es denn sonst sein, wenn nicht Laser? Und Torpedos. Oh, richtig eins auf Tohaido, wa? Verdammt. Wow. Would you cut the crap, bitte? Oh, verdammt. Oh, jetzt habe ich nicht auf die verfluchten Laser geachtet. Ich glaube, ich muss einfach zu seinem Schwachpunkt dorthin kommen, oder? Jo. Oder? Oder? Jo. Ach komm. Ah, vergiss es, Kumpel. Hab dich! Vergiss es, Kumpel! Du kannst dich nicht mit einer Umbra-Hexe messen. So. Na komm. Na komm, komm, komm. Klimax! Mir schon fast ein bisschen leid, das Vieh. Oh. Und. Na komm. Komm. Schaffen wir. 2000. Oh, voll zerfetzt. Oh. Oh, das. Oh. Oh, das war ja richtig hart. Wow. So. I have no idea why you would want this stone. It would look absolutely terrible on you. Much too flashy. Welcome aboard, Cheshire. Oh, fucking hell! Mummy! I told you I'd be right back. Shouldn't you be, you know, flying this thing? I'm a bit occupied at the moment. Mummy! Mummy!
Well, so much for the subtle approach. We might as well have speakers on this thing blaring Ride of the Fucking Valkyries. Come now, we're VIPs. You know, nothing says you've made it in life like a private helicopter. Then welcome aboard Air Luca, Flight 001. This is your captain, Luca, speaking. Fasten your safety belts, as this may be a bumpy flight. Das war der absolute Wahnsinn! Sapientia, Herrscherin der Meere. Und wir haben verdammt nochmal Gold bekommen. Wuhu! Ja, wir haben noch ein bisschen zu viel Schaden getankt. Aber hey, Gold! Wuhu! Leute, wir sind cool! Yay, I'm excited! Ich weiß, ich habe mich an wie ein excited little baby, aber das Spiel ist so toll, das macht so viel Spaß und ich würde am liebsten die ganze Nacht durchzocken. Okay. Calm down. Oh, es ist so toll. Morgen ist auch noch... Irgendetwas Schlimmes wird noch im Februar passieren. Ich sehe es jetzt schon kommen. Aber der Anfang? Der ist gut. Der gefällt mir. Der ist... richtig? Der hat was. Boom. Ah, wer von euch will noch einen Kopfschuss verpasst bekommen? Na, keiner. Das war Absicht. Absolute Absicht. Okay. Dann kaufen wir das nochmal. Das ist nicht praktisch. Und den Rest werden wir eintauschen. Danke. Oh, wir haben so viel Geld. Oh, super. Ah. Okay, was passiert jetzt? Wohin kommen wir jetzt? Auf die Insel. Aber nicht ganz in die Mitte der Insel. Natürlich noch nicht. Weiter geht's. Oh, das ist so toll. Isla del Sol, Kapitel 14. Gut. Ich würde mal sagen, wir kaufen uns ein paar Dinge. So. Oh Mann, das Spiel war richtig Bock. Genauso wie beim zweiten Teil. Da war es auch so richtig toll und so supi und. Ah, beruhig dich, komm. Okay. Einatmen und ausatmen. You really want to make a deal with the devil? Relax. I'm just fine. Oh, und er hat immer die gleichen Lines. Na gut. Gegenstände. Was wollen wir denn kaufen? Oh, ich habe nur einen grünen Mega-Quetterlutscher verbraucht. Cool. Mann. Oh, noch ein Hexenherz. Nur mal Gesundheit erhöhen. Das wäre vielleicht noch cool. Ne, wir wissen ja, wir brauchen viel Gesundheit. Kann er die auch mal ausverkauft haben? Hm. Jetzt kommt wahrscheinlich irgendjemand von euch mit dem Kommentar. Das heißt, ihr nicht so klug. Ah, scheiß drauf. Hm, der hat doch noch eins. Hm. Wurden die in Bayonetta 2 nicht immer teurer? Ich weiß es nicht mehr. So. Ah, danke, Rhoda. Das war's vorerst. Ha, cool. Yay, toll. Nächstes Kapitel. Yay. Hoffentlich kann ich irgendwann einen coolen Speicherpunkt aufhören, weil das ist die letzte Aufnahme. Ich will nicht weiter voraus aufnehmen. Dann kann ich nämlich wieder schön normal aufnehmen. Das ist nur so eine Ausnahmewoche. Oh, und dann übernächste Woche habe ich ja schon Uni. Jeden Tag kommt nur eine Episode. Okay, Cutscene time. You're really not going to like what comes next. I hope you know that. Don't tell me. Air Cheshire has awful in-flight entertainment and horrendous food. Think about it. Those things that downed the jet aren't just going to let us land on their island. You think we can just say, hey, we're here, and they'll bring us a cake? Things look good from up here. But the further down you go, the harder it is to not notice the reality. Cheshire, look. To my family.
Galaxy Zone. Oh mein Gott. Missile Operation. Control Sub. Schöne Cutscene, muss man schon sagen. Ja, sowas mag man doch gern. Okay, bewegen, abfeuern, abfeuern, Raketen, Raketen. Verbraucht eine Kugel der Magieanzeige. Ausweichen. Okay. Wir haben ja gesehen, wie gut ich fliegende Dinge steuern kann. Okay. Oh nein! Wisst ihr, was mich das erinnert? An friggin' Spyro. Mit diesen friggin' Bosskämpfen. Ich guck zu viele englische. Wow, Medien. Aber überall ist Englisch. Bam. Ich will meine Magie anzeigen. Ich will die. Oh, über diese. Wow, Hilfe. Ah. Mist, schwindig. Ah. I'm dizzy. Diese. Ah. Ihr verfluchten. Wuhu! Na? Wer kann gut mit Raketen umgehen? Wir sind richtig Bombe, wa? Ach, komm schon, der war gut. Ich zwar nicht unbedingt der originellste, aber. Tut mir leid, Kleine! Stimmt, wir haben ja eine Kleine an Bord. Ich muss aufpassen, wie ich fliege. Okay. Boom. Nimm das, du Hund. Hab ich ihn getroffen? Keine Ahnung. Aber die da treffe ich schon. Das hat was. Das hat echt was. Oh, Vorsicht. 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 Crap. Oh, Drachenpisse. Ja. Konskriptionsbier. Sonst noch was. Noch irgendwelche Wünsche? Wir erfüllen euch alle. Ja. Was? Was ist das? Aha. Oh, bitte. Na komm. So. Komm schon, du denkst, du bist was richtig, richtig Cooles? Da. Überleg doch nochmal. Hexenzeit. Du kriegst nicht ein paar Raketen in die Fangzähne. Oh, darf ich sagen, dass die Entwickler richtig cool sind und es mehr Spiele wie Bayonetta geben sollte? Ne? Vorsichtig, vorsichtig. Denn ich wiederhole es gerne nochmal. Oh, das war richtig Spaß. Schön. So. Oh, ich habe ihn schon vernichtet. So, mit ein paar Raketen voll ballern und schon ist alles gut. Vorsichtig. Wir wollen ja nicht, dass hier irgendetwas schief geht, wa? Okay. Wow. Kollege, bitte. Oh, verdammt. Oh, Vorsicht. Puh. Oh, ich hasse die Typen. Wow. Tut mir leid, falls es Leute unter euch gibt, denen jetzt wirklich schwindelig ist. Bei mir ist es schon schwindelig. Und ich bin ja nur eine Person mit Kontaktlinsen. Nicht, dass es was damit zu tun hätte. Wisst ihr, was ich mal tun sollte? Jetzt habe ich Kontaktlinsen, jetzt kann ich Achterbahn fahren. Also normal. Achterbahn. Fahren. Oh, verdammt. Na. Und bam. Volltangriff ist doch. War das an? Jupp. Adieu. Schlitz. So. Oh, du wolltest mich überraschen? Ja. Überrascht bist nur du selber, weil ich so gut bin. Obwohl, das sollte niemand überraschen. So. Zack, zack, zack. Na, komm her, du Hund. Zack, zack. Noch jemand? Noch jemand? Nein? So, dann wollen wir dieses Ding mal weiterfliegen. Oh, sie schießen auf uns, wie süß. Die denken, das könnte irgendetwas erreichen. Tut es aber nicht. Aber danke für das Empfangskomitee, ITA-Vollgruppe. Ich nehme mal an, dass es die ITA-Vollgruppe ist. Das ist ja nicht mal eine gute Flak. Aber wir sind besser. So. Wow. Und wuhu. Aber das macht richtig Bock. Bock auf mehr. Richtig? Ich meine, wir hatten das mit dem Motorrad und der Kampf auf dem Surfbrett und oh. Oh.
Aua. Ich mag dieses grüne Sphärenzeug nicht. Wow. Ah, das heißt Hexenzeit. Ach, das ist wieder so einer. Okay. Gut. Verdammt. Aua. Ich darf mich nicht ganz oft treffen lassen. Das ist nicht gut. Na? Feuerbälle? Ach, komm schon. Aua. Ich glaube, ich mache den überhaupt keinen Schaden. Kann das sein? Wuhu. Aua, aua, aua. Ah, ich habe das Ding zurückgeschossen. Hehehe. Oh, Mann. Oder Drache oder Engel oder was auch immer. Okay. Okay, so. Das macht die ganze Zeit aus, weil ich das macht's. Das bringt's. Das bringt's. Mir ist zwar schwindelig, aber das bringt's. Wuhu. Und es ist wieder das grüne Zeug. Mein Gott, seid ihr Iren oder was? Laser. Ich hasse Laser. Vielleicht soll ich das Ding nicht unter Wasser setzen. Okay. Vorsichtig. Uah. Komm. Na, jetzt kommt wieder das grüne Gedöns. Wuhu. Yay. Also, wer von meinen Abonnenten ist schon schwindelig? Hört auf meinen Zuschauern. Nicht alle Zuschauer sind Abonnenten. Nicht alle Abonnenten sind Zuschauer. Wenigstens nicht Zuschauer. Jedes Let's Play. Ja, oh Gott. Boah. Ich glaube, ich muss einen kleinen Vorsicht ins Dings reinballern. Und die Beschreibung von wegen. Vorsichtig! Das Video könnte Dizziness verursachen. Na, komm schon. Wuhu! Silber! War's das? Vers 2. Nee, das war's noch nicht. Und ich dachte, ich könnte hier irgendwie einen schönen Speicherpunkt erreichen. Was bist du? Irgendwas, was mir nicht gefällt. Ja. Natürlich ballern die mit. Oh, Feuerdings rum. Ernsthaft, was sind. Ach, das sind so Viecher. Typis. Söttige Typis. Wow. Vorsicht! Wir haben ein Kind an Bord. Das ist denen vollkommen egal. Na komm, verreck. Verdammt. Und? So. Weiter geht's. Verdammt. Wow. Ich kann gar nicht mehr steuern, so ein Zeug passiert. Okay, hey ihr Typen. Na, wer von euch hat Bock auf Prügel? Hoffentlich alle. Denn darauf wird es hinauskommen. Und zack. Aua, das hat wehgetan, du Hund. Ja, aber jetzt wird auch das Liegen schwerer. Wir haben jetzt nicht mehr den ganzen Bildschirm. Oh, Gesundheit. Sondern... Naja, ihr seht. Ihr seht ja selbst. Oh nein, es sind wieder die Typen. Oh nein, 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 nein. Nicht mit uns. Nicht mit uns. Schmeißt ihr nur mit euren Meteoriten rum. Nice try, ja. Oh, aber ich finde das so cool. Das ist so viele verschiedene. Das war mal zu viel gedreht. Dings gibt's. So, immer schon die Magieanzeige verwenden. Hallöchen, ihr Typen. Ihr nervt. Ich muss euch nur darauf hinweisen. Ne? Ich will ja nur nett und freundlich sein. Ach, ihr Typis. Ihr seid sehr nett. Ach, dieses Begrüßungskomitee ist aber echt nett. Kuchen. Ich hätte Lust auf Kuchen. Ich backe jetzt aber nicht einen Kuchen. Wie bei Paper Mario. Ich habe Bock auf Kuchen. Ich backe mir nachher einen Kuchen. Schön. Okay, wieder ein großer Boss. Ah, eine Schlangenvieh. Ich habe das gesehen. Ah, noch mehr Schlangenviecher. Oh, oh, so viel auf einmal. Oh, da hat man noch nicht genügend Zeit, jeden von euch die passende Behandlung zu schenken. So. Und ausgewichen. Wer? Zack, Raketen ins Gesicht. Ausgewichen.
Auch dir geben wir noch 2 Raketen mit. Ne? Wir wollen ja niemanden hier schlecht behandeln und so. Das wäre ja untragbar. Darf ich sagen, dass es richtig Lust auf mehr macht? Ah. Seht ihr, das nennt man einen Bosskampf. Nicht das ganze Gedöns bei Spyro, aber es ist ja schrecklich. So. Kann ich dir nicht aufsuchen? Und zack. So. Ja, ich habe den Reh langsam raus. Ah, ein bisschen zu früh ausgewichen. Wow. Ein bisschen zu spät ausgewichen. Trotzdem kein Treffer erlitten. Das ist gut. Eine Schlange ist down. Ah, zu spät. So, aber dafür war ich nicht zu spät. Okay. Na? In so einem Luftkampf sind wir doch vollkommen überlegen, nicht wahr? Natürlich sind wir das. So. Zack. Und ich hoffe, bei der nächsten Aufnahme ist mein Artbook längst angekommen. Wow. Und dann kann ich euch berichten. Denn nächste Aufnahme wird in einer Woche sein. Wuhu. Wuhu, das macht Spaß. Ist zwar nur ausweichend, aber hey. Ne? Aber nur ausweichen, ausweichen ist wichtig. Oh! Fudge Cakes. Ach, ich fliege einfach an denen vorbei. Dann ist gut. Dann ist gut. So. Vorsicht. Vorsicht. Ah, die Episode ist schon längst überlang, aber ich will das zu Ende bringen. So. Na komm. Na komm. Sehr gut. Und. Na komm. Wow. Das sind ziemlich viele von den Dingern. Aber. Fliegende Babys, kommt schon. Die machen wir platt. Hoffentlich stört es euch nicht, dass die Episode etwas länger ist. Hm. Ich brauche dann einfach 5 Minuten länger beim Hochladen. Ja, beim Aufnehmen auf die Episode. Ja. Ihr wisst schon. Wow. Nice try, ja. Sehr nice. Und sind wir immer noch nicht da. Oh, verdammt. Nee, das tut mir jetzt leid, Leute. Ich hätte nicht gedacht, dass das Kapitel jetzt so lange dauert. Oh, aber das hatte was. Wir sind doch sowieso gleich da. Oh. Hoffe ich. Ach so, ihr seid das. Ihr seid das. Ihr Schiffe. Ihr verdammten. Wow. I can't see jack shit. Gut. Ja, 23 Minuten schon. Oh. Du, der Granzier. Uiuiui. Oh, oh. Ich nehme an, das ist der letzte Bosskampf. Und dann, oh. Aua. Gut. Das tut weh. Schon mal was von netter Behandlung gehört. Na komm. Oh, der hat doch wieder. Oh, nein, da sind nur 2 Leisten. Okay. Gut. Ah, oh, die kleinen Mistviecher sind nervig, weil sie gute Gedöns auf uns ballern. Und dann kann man überhaupt nichts mehr sehen. Oh, Mann. 24 Minuten. Aua. Verdammt, ich wollte ausweichen. Habe ich schon verdammt gesagt? Verdammt. Verflucht. Verdammt, ich kleiner Drache. Okay. Jetzt fängt das hier an. Und wir fliegen. Und ich weiß nicht, wo ich hier nicht fliege. Ich weiß nur, dass. So. Das genug war. Also gut. Mich direkt vor das Ding stellen. Und ausweichen. Hexenzeit. Na komm. Gib mir wenigstens eine Rakete. Komm. 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 Bitte? Spiel? Nö. Spiel denkt sich. Nee, das schaffst du auch ohne Raketen. Oh, Mano. Wow. Aber oh, da wird einer echt schwindelig. Okay. Gut.
Und weiter geht's. Und diesmal wird auch ausgewichen. Und Hexenzeit. Na komm. Komm. Und zerstört. Bitte jetzt. Oh, Silber. Schön. Bitte, 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 bitte. Wie, es kommt erst 3. Speichern. Irgendwas. Spiel. Ein Ende wäre jetzt perfekt. Lädt. Ich hätte lieber gespeichert. Es stört euch doch nicht, oder? Oder, Leute? Oder? Speichert, danke. Oh, Cutscene. Welcome to Isla del Sol, island of wealth and power. John, if you've made it this far, that should be enough. You're back to your old self. This is where we finish what was started so long ago. A friend of my enemy is also my enemy. Be it witch or sage. The Lumen Sages. They were our counterbalance as overseers. Between us, there was a law that was never to be broken. It stated that the intersection of light and dark would bring calamity to this earth. But 500 years ago, a child was born, in clear violation of this tenet. That child was you. 500 years ago. The disaster this caused sent the clans into a spiral of chaos that continues to be felt to this day. Dark are at the center of that chaos. Allowing you to continue to exist is a danger that cannot be accepted. When the eyes of the world are within our grasp, the power of creation will be awakened. That is why the left eye, our treasured left eye, will never fall into the hands of another. Our treasured left eye will never fall into the hands of another. Bayonetta, it is time that this is brought to an end. That you are brought to an end. You. You did it. It is our charge as witches to protect the treasures of the clan by any means necessary. Even if it means burning every inch of this island to a crisp. Beginning to hate missiles. You know, I have no idea what the hell you girls got going on here. But you don't mind if I take this off your hands, do you? Get in, Cerecita. Mommy? Teresa.
of the essence. This can wait no longer. Okay, Leute, diesen Kampf, oh Mann, mit diesem Cliffhanger werden wir in der nächsten Episode fortführen. Hoffentlich weiß ich bei der nächsten Aufnahme, wie man noch spielt. Also, Wetten, den beiden ist nichts geschehen. Wetten, Cheshire hat irgendwas gemacht. Ich glaube nicht, dass es passiert ist. Okay. Ja, Verdrängung. Ich habe Mass Effect 3 gespielt. Ich kann alles verdrängen. Also gut, ich danke euch fürs Zugucken. Hoffentlich stört es euch nicht, dass die Episode 10 Minuten länger ist als sonst. Und beim nächsten Mal werden wir Jeanne fertig machen. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao.